herzlich willkommen zu Quellwerk. Wir sind immer noch dabei, Heilung für uns in Anspruch zu nehmen, Bereiche zu erobern. Und heute möchte ich dir eine weitere List des Teufels zeigen, die du überwinden kannst. Wir gehen zu Text Matthäus 9, 32 und 33. Und dort zuerst in den ersten Vers: Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu Jesus, der besessen war. Das ist meine Aussage. Aus Apostelgeschichte 10, Vers 38 haben wir gelesen, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und zu diesen Werken gehört auch Krankheit. Und die Bibel sagt, manchmal kann Krankheit tatsächlich auch einen dämonischen Ursprung haben. Dass da der Teufel bewusst probiert, auf das Leben eines Christen durch einen bösen Geist Einfluss zu nehmen. Wir finden in Lukas 13, Vers 11 eine Geschichte, da ist eine Frau 18 Jahre lang krank. Und es heißt ausdrücklich im Text, dass ein Geist der Schwäche sie befallen hatte. Wow! Die Bibel unterscheidet zwischen Angriffen dämonischer Art, zwischen dem, dass der Teufel versucht, uns zu überwältigen, und dann Zustände der Besessenheit, wo der Teufel es schafft, einen Menschen wirklich in fast allen Bereichen unter Kontrolle zu bringen. Die Bibel sagt uns, dass ein wiedergeborener Christ nicht besessen sein kann, weil in unserem Geist wohnt der Heilige Geist. Aber es gibt Bereiche unserer Seele und unseres Körpers, wo wir ganz offensichtlich teuflische, dämonische Attacken zulassen können, die dann versuchen, diese Bereiche zu dominieren. Aber völlig egal, was der Teufel treibt, am Ende haben wir durch Jesus die Vollmacht, ihn rauszuwerfen. Und in Lukas Kapitel 11 beschreibt Jesus das. Er sagt: Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und ihn besiegt, nimmt er ihm seine ganze Waffenrüstung und seine Beute und verteilt sie. Der Teufel ist tatsächlich in manchen Bereichen unseres Lebens bisher der Starke gewesen, gegen den wir nicht ankonnten und der deshalb Bereiche unseres Lebens anfängt zu kontrollieren. Das merken wir an negativen Kräften, die in uns sind, das merken wir an Süchten, das merken wir an Zwängen, das merken wir an Gebundenheiten, das merken wir an Sünden, die wir nicht von alleine loskriegen, das merken wir aber auch an chronischen Erkrankungen, die wir nicht so ohne weiteres loskriegen und gegen die es ganz offensichtlich keine Medizin zu geben scheint. Hier merken wir, da sind Einflüsse beraubender Art, die stärker sind als das Normale. Und hier muss der Stärkere kommen. Hier muss Jesus hineinkommen und er nimmt dann dem Feind seine Waffen und die Beute, sprich die Lebensbereiche, die er uns genommen hat, und er gibt sie zurück und fängt an, das wieder auszuteilen. So, Jesus bringt dich in Befreiung hinein. Woher kann ich entdecken, dass da ein dämonischer Geist ist? A, gibt Gott uns einen Geist der Unterscheidung, dass wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wir plötzlich spüren, ey, da ist eine Komponente des Bösen, des Angstmachenden, des Furchterregenden. Das sind immer so die Attribute dämonischer Gegenwart. Und wenn du das wahrnimmst, merkst du, ey, hier ist was, was über dem normalen Level liegt. Und das Zweite ist, wenn Menschen permanent, chronisch, ständig, wiederkehrend an bestimmten Krankheiten leiden, gegen die es irgendwie kein Mittel zu geben scheint, dann hat das einen ganz, ganz starken Verdachtsmoment, dass hier dämonische Aktivitäten unterwegs sind, um Menschen tatsächlich zu knechten. Und wir, ehrlicherweise, ihr Lieben, kann man Dämonen nicht rausschneiden per Skalpell, sondern die kann man nur in der Autorität des Namens Jesu rauswerfen. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 9, Vers 33, als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme, und die Volksmenge wunderte sich und sprach: Niemals wurde sowas in Israel gesehen. Merkt ihr das? Als der Dämon raus ist, kann der Stumme reden. War die Krankheit raus
und die Befreiung setzte ein. Und das habe ich immer wieder auch mit Menschen erlebt, die chronisch gelitten haben. Und dann kam die Gegenwart Gottes. Ein Mann hat mal über 30 Jahre lang an furchtbarsten Migränezuständen gelitten, sodass er gar nicht mehr seinen Job nachmachen konnte. Und es brauchte einen Moment. Die Gegenwart Gottes war da. Ein Wort gesprochen in Autorität. Diese Macht der Finsternis musste fliehen und der Mann war befreit. Im Namen von Jesus, Leute, muss sich alles beugen, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Und sie müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und uns hat Jesus diesen Auftrag gegeben. So, nimm deinen Mut zusammen und bete, wenn Menschen schon so lange leiden, dass die Kraft Gottes kommt und dass der Geist der Krankheit geht. Sei gesegnet in Jesu Namen.